einfach ganz spontan gucken, wie es läuft. Ganz spontan, okay. Ja. Aber nicht, dass es so ist, wie wir aufgehört haben und ich mache den Mund auf und nach einem Satz sagst du, nee, ich will das aber anders und so weiter und so fort. Ja, das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben. Die Zeit haben wir nicht mehr. Nee. Und damit hallo. Könnt ihr es glauben? Wir drehen einen Vlog. Ich bin selbst etwas irritiert, obwohl ich das ja so viele Jahre gemacht habe. Aber es fühlt sich irgendwie an, als wäre es ganz neu. Für mich gar nicht. Für mich ist es so, als hätte ich gestern den letzten gedreht, aber es ist über ein Jahr her. I'm sorry, by the way, dass das so abgebrochen ist ohne. Ich habe es nicht geplant. So, ich dachte, ich mache jetzt weiter mit so Mama-Vlogs und nehme euch weiter mit im Alltag. Aber es ging nicht mehr. Aber wie alle Eltern wissen, dafür ist keine Zeit mehr. Das war gar nicht mal nur der Punkt. Nee, es hat sich irgendwie, ja, gut, kannst dir jemanden zum Schneiden suchen und so. Aber irgendwie, nein, ich kann das Kind nicht filmen. Es geht nicht. Also, wenn der mal im Hintergrund ist, ja, aber so Ja, es soll ja viel. auch kein Kindervlog sein, sondern ein Mama-Vlog oder unser Vlog. Unser Vlog. Naja. So wie früher, ein bisschen. Auf jeden Fall. Es ist ja immer so ein bisschen so eine Abwägung. Wir stehen hier gerade in einem Chaos. Machen etwas, was wir schon einmal gemacht haben. Wir wandern aus. Auf Zeit. Ja. So hat das ein Kollege genannt, der meinte, das ist so Auswandern light. Und ich fand, Auswandern leid, ja, das stimmt. das hat es irgendwie gut getroffen. Deswegen wollte ich das übernehmen. Ja, vielleicht die, die sich noch bis 2018 zurückerinnern können, was sie meint, worauf sie sich bezieht, das war Paris, als wir da in Paris gewohnt haben für 2 Monate. Ja. Wir haben uns damals eigentlich gesagt, boah, das muss man wiederholen, aber dann kam Hund, dann kam Kind und wir dachten Dann so, war 6 Jahre später und here we are. ja, und wenn sich eine Sache, seit wir Eltern geworden sind, also zumindest bei mir geändert hat, dann ist es, wie Zeit sich anfühlt und das macht mich jetzt gefühlt 20 Jahre älter. Aber es ist echt so, es ist dieses. Nein, das macht dich nicht 20 Jahre älter. 20 Jahre älter macht dich, dass du heute im Supermarkt dich aufgeregt hast darüber, dass sie die Regale umgeräumt haben. Das ist so ein Oma-Move. Den Frischkäse nicht mehr finden. Der war nicht da, wo er sonst war. Ja, unglaublich, unglaublich. Die Zeit ist Ah vergangen, Zeit ja. fühlt sich Oh anders ja, an. ich habe auch immer noch Stilldemenz, by the way. Gehirne fühlen sich anders an und funktionieren anders. Tatsächlich. Langsamer. Schwerfälliger. Ich hab's wieder vergessen. Zeit fühlt sich jetzt anders an. Oh, ja, das ist so krass. Vielleicht wird es diesen Q&A, dieses Q&A zum Thema Hausgeburt doch nochmal geben, das ich vor 1,5 Jahren angekündigt habe. Aber so, was sich halt verändert hat, ist wirklich, als hätte jemand seit dem Tag der Geburt vom Kleinen in meinem Leben auf so einen Fast-Forward-Knopf gedrückt. Und seither ist alles zweimal schneller. Also vielleicht sind wir doch in einer Simulation und irgendwie funktioniert das dann so. Wenn du in dem Level bist mit Kindern, dann läuft einfach das Leben schneller. Meine Oma meinte, das wird auch nicht besser mit den Jahren. Ja, kann sein. Wobei ich habe gehört, je länger man lebt, desto langsamer? Nee, schneller vergeht die Zeit. Ja, Ah, das spielt der jedenfalls. Sache rein. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Herr Doktor. Ja, bitte. Was haben Sie für Beschwerden? Warte, ich weiß nicht, ob ich Kira gerade. Da ist. Nee, ich glaube, das war der Gärtner mit der Rechnung. Das Positive an dieser Erfahrung mit der Zeit ist, ich habe so sehr die Motivation, das Beste aus dem Tag rauszuholen. Natürlich nicht ständig immer und überall, das funktioniert ja nicht. Aber so insgesamt ist schon so ein Wunsch da, einfach das Beste jetzt zu machen aus meinem Leben und Dinge, die irgendwie immer schon in meinem Kopf rumgegeistert haben, auch anzugehen. Und so ein bisschen habe ich schon immer mit dem Gedanken gespielt, weißt du, noch zur Schulzeit, also wirklich mit 15, 16, boah, eigentlich will ich mal in einem Land leben, in dem es warm ist und Palmen und Sonne und Strand und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Bin ich dann wirklich ein anderer Mensch? Bin ich denn glücklich? Oder ist das einfach nur, was sich mein Kopf so ausdenkt?
Okay, ja. Und die Realität sieht dann ganz anders aus, weil mich die Hitze dann plötzlich nervt, oder? Probieren geht über Studieren nach dem Motto, ne? Ja. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass man seine Probleme mitnimmt oder auch nicht. Wie dem auch sei. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Aber jetzt, der lange Bogen ist geschlagen, du wolltest darauf hinaus, dass... Am Tag, glaube ich, wenn dieses Video online geht, sind wir schon unterwegs. Nach Mallorca. Wir bleiben dort bis Ende des Jahres. Mhm. Und, ja, packen gerade dafür und es ist einfach ein Riesenchaos, weil was nimmt man mit, ja, wenn man über ja, so viele Wochen unterwegs ist. Beziehungsweise wir haben dort ein Haus gemietet mit Waschmaschine und so und das ist auch eigentlich der Punkt, weshalb ich mir denke, way too much, ich muss hier ein bisschen aussortieren, weil was sollen wir mit dem Ganzen? Ja, außerdem, man muss auch dazu sagen, wir fahren mit dem Auto darunter, ja. Damit wir eins vor Ort haben und Mietwagen für die Zeit ist echt verflucht teuer. Teurer gewesen als die Unterkunft, haben wir uns gedacht. Nee. Ja, und da ist dann natürlich auch der Gepäckraum etwas begrenzt. Ich meine, wäre es beim Fliegen auch, nichtsdestoweniger. Es ist halt eine schöne Strecke. Wir fahren über die Schweiz und Frankreich. Werden wir euch mitnehmen. Weil wir haben uns halt gedacht, ja, hier so apropos Vlog, ich weiß nicht, keine Ahnung, in welcher Intensität wir das hier weitermachen und so. Ich weiß nur, im November machen wir erstmal Pause, da gehen wir komplett offline und machen Familienzeit und... gar nichts, aber wir wollten euch auf jeden Fall auf dieser kleinen Reise mitnehmen und in dieser Etappe und einfach auch zeigen vielleicht und für uns auch festhalten, was die Quintessenz ist, dass wir eine Erinnerung auch haben später. Die Paris-Zeit, an die erinnert man sich schlecht, weil ich so viel Rotwein getrunken habe. aber da sind die Videos sehr wertvoll. Nein, Spaß beiseite. Halbwegs. Das wird auf jeden Fall echt sehr, sehr schön und ich freue mich auch sehr darauf, dass wir das ein bisschen für uns mitführen, ja? Also mitfilmen. Denn solche Erinnerungen vergehen zu schnell, gerade mit Kind auch hier dasselbe Thema. Ich weiß schon jetzt gar nicht mehr, wie er sich so angefühlt hat als kleines Baby. Und das ist so schlimm, ne? Du denkst, das vergisst du niemals. Aber doch, so irgendwie schon. Ich habe letztens so ein 6 Monate altes von einer Freundin im Arm gehabt und ich dachte so, unser Baby war mal so klein. Beziehungsweise ich habe so Fotos von ihm gesehen, wie er aussah nach der Geburt. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein fremdes Kind? Kenne ich nicht. Ist das? Das ist unfassbar. Und jetzt kannst du mit ihm reden. Es ist unglaublich. Also das letzte Jahr oder anderthalb. Ja. Wow. Anderes Thema. Wir packen. Wir packen, 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 packen. Und wir müssen auch noch einen Brunch vorbereiten, weil wir haben morgen noch einige Freunde hier. Ja. Full House mit den einmal Minis. Tschüss sagen. Und genau, da gibt es noch eine kleine Abschiedsparty, nicht ein Brunch. Früher hat es eine Party gegeben, jetzt gibt es... Nee, nur bis zum Mittagsschläfchen, dann ist Schicht. Bis zum Mittagsschläfchen der Kinder. Tja, das sind alles hier Minis-Sachen. Und das sind meine. Und auch nochmal... seine, also Windeln und so, Hendriks Klamotten, so, das sind Hendriks Sachen. Ja, da hat sich also nicht viel geändert. Und das ist alles null organisiert. Ich habe meinem Sohn gesagt, hey, pack ein paar Spielsachen ein, jetzt ist das hier voll, das ist auch zu viel. Ich meine, wir fahren ja nicht mit einem Camper weg, sondern mit unserem Auto. Deswegen sortieren wir jetzt ein bisschen aus. Wir haben ja eine Waschmaschine vor Ort. Ich gehe mal nach oben. Der Kleine schläft, wir müssen leise sein. Oh Mann, das ist auch so eine Sache. Früher konnte ich einfach vloggen, wann ich wollte. Das geht jetzt nicht. Das ist... Aber es hat mir irgendwie gefehlt. Das ist ganz komisch. Eine Zeit lang hat es mir gar nicht gefehlt, weil ich einfach so in diesem Mama-Überlebensmodus drin war. Und dann immer wieder, wenn so besondere Momente im Leben waren, dachte ich mir, boah, ich würde das gerne festhalten. Scheinbar ist in mir irgendwie ein intrinsischer Wunsch, alles zu filmen. Ich mache. Weiß ich nicht, was ein Psychologe dazu sagen würde, aber so hat jeder seins. Okay, so, wir sortieren jetzt ein bisschen aus. Ich freue mich so. Oh, ich war übrigens beim Friseur. Aber ihr könnt es gerade wahrscheinlich nicht sehen, weil ich wieder Dutt trage. Aber ich glaube, auch dazu mache ich euch mal ein Video. Oh, ich habe so viel gelernt. Über Haare und Locken. Und überhaupt. Ich habe den Maestro gefunden. Den Maestro der Locken. Anderes Thema. Ich glaube, das nehmen wir nicht. We're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold.
spätestens eine gute halbe Stunde später. Findet ihr, es hat sich was getan? Nicht wirklich. Für alles, was ich hier aussortiere, sortiere ich irgendwas Neues ein. Ich glaube, ich lasse es auch jetzt. Genau. Ich mache eine kleine Pause. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Jungs sind gerade Brötchen holen gegangen und ich versuche hier das Unmögliche möglich zu machen, nämlich Frühstück für 18 Personen. Aber unser Tisch reicht gerade mal für 8, also wenn man sich quetscht für 10. Aber wir essen einfach in Schichten. 18 ist auch eigentlich übertrieben gesagt, weil wir sind 12 Erwachsene und 6 Kinder und die essen on the go und müssen außerdem gehelikoptert werden. Das Packen gestern haben wir irgendwann abgebrochen, weil es wurde so spät und es ist jedes Mal eine Challenge irgendwie, oder? Die Sachen, die jetzt hier liegen, die kommen in unser Handgepäck. Ja, wir fahren die Strecke nach Barcelona in Etappen. Es sind von uns irgendwie 1.400-1.500 Kilometer. Und das ist natürlich nicht zu schaffen an einem Tag, insbesondere mit Kind. Und dann dachten wir uns, das ist so eine landschaftlich schöne Strecke mit so vielen coolen Stops. Wir machen das als so eine Art Roadtrip und sind erstmal eine Woche unterwegs und haben erst am 7. Oktober unsere Fähre von Barcelona dann nach Alcudia. Und fahren die Strecke mit dem Auto. Ich freue mich so. Wir sind ist schon viele Jahre her, noch mit Maya, vor 5 Jahren war das, glaube ich, mit meinem Bruder und mit Maya zusammen, bis nach Südfrankreich mal gefahren. Das ist so eine ähnliche Strecke gewesen, auch über die Schweiz. Und das war traumhaft. Das war so wunderschön. Und die Strecken, die wir fahren, die sind dann allerhöchstens, ich glaube, die eine längste ist 400 Kilometer lang, aber sonst haben wir mal 100, mal 250, mal 300, also das, was man halt locker auch mit bewegungsfreudigen Kleinkind schafft. Wir wollen dann immer zur Mittagsschläfchenzeit fahren und dann, ist das auch viel entspannter, denke ich, als jetzt so 2 richtig krasse Nachtfahrten zu machen darunter. Zumindest, wenn man halt die Zeit hat, und die haben wir uns jetzt genommen. Also hier wird dann heute noch weiter geparkt und morgen auch noch. In einer halben Stunde kommen auch schon die Gäste. Ich sollte weitermachen hier. Die Brötchen sind da. Sind nur 36 Stück. Ich stehe hier gerade bei uns in der Garage. Ich habe das Auto hier vorne hingefahren, damit ich den Kofferraum gut beladen kann, denn es ist Zeit zu packen. Und diesmal haben wir uns was Schlaues gedacht, und zwar: Der Wagen, der hat im Prinzip so einen zweigeteilten Kofferraum. Also einmal die Ladekante, die ist relativ hoch, aber unten drunter, da ist so eine Klappe unter der Ladekante. Und unten drunter ist sehr viel Platz. Da wir sowieso ja jetzt eine Woche lang fahren und dann erst im Prinzip auspacken für 2 Monate, kommt jetzt die Kleidung, die sommerliche Kleidung, die wir dann auf der Insel brauchen, nach unten, und den Rest packe ich nach oben. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, noch ist alles hier drin total leer. Also die wichtigste Sache habe ich allerdings schon eingepackt. Wenigstens 2 meiner Gewichte. Und ja, das ist die besagte Klappe hier. Also wenn ich das löse, einen Moment, zack, 1 und zack, 2. Naja, dann ist das hier so der normale Kofferraum. Das ist nicht so, wie es endgültig gepackt ist, das habe ich jetzt nur reingelegt. Aber ich habe fast bis auf diesen Sack hier die gesamte Kleidung in den unteren Teil vom Kofferraum bekommen. Und übrigens, wir packen in diesen tollen Müllsäcken, weil, wie ich gerade beschrieben habe, unten ist das dann leichter zu formen als in Koffern. Okay, seht ihr das? Das Chaos ist weg. Hendrik, der alte Tetris-Spieler, gibt hier sein Bestes. Wir haben es sogar einigermaßen hinbekommen, dass der Mittelsitz frei bleibt, wenn ich mal nach hinten muss. Mit ein bisschen Liebe. Also die Ecke ist die einzige, die mich etwas stutzig macht, aber grundsätzlich. Wenn ihr mit Familie verreisen wollt, kein Coupé, Leute. Ah ja, das war easy. Oh Gott. Ich kann es nicht glauben. Jetzt fahren wir los. Wir sind ready. Auto ist gepackt.
Wir können los. Reden. Ja. Ah, es wird so cool. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ich freue mich so. Ja, das wird schon sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Das freut mich auch. Die Abwechslung, der Tapetenwechsel, der wird interessant. Das ist etwas, worauf ich mich gerade irgendwie besonders freue. Ja. Und ich wollte noch eine Sache sagen, apropos Vlog. Wir haben uns jetzt erstmal überlegt, aus dieser ganzen Auswandern auf Zeit-Sache so eine kleine Miniserie zu starten, euch also auch auf der Reise mitzunehmen, dann auf Mallorca, wenn wir angekommen sind, in unserem Haus und dann auch so ein kleines Fazit zu machen. Im November gehen wir komplett offline, also von allen Plattformen. Und wie es dann danach weitergeht, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits habe ich voll Bock, hier halt wieder was zu machen. Andererseits hat sich so vieles verändert, seit wir Eltern geworden sind. Und wie viel will man wirklich zeigen? Aber auch wie viel Zeit hat man? Und das ist auch ein wichtiger Punkt, jede Zeit. So ein bisschen ist das auch ein Experiment jetzt. Also vor allem für mich, weil das ist ja irgendwie so mein Ding immer gewesen. Ja. Ja, wie sich das anfühlt, einfach sich da so ein bisschen rein zu grooven und zu schauen, ist das was oder möchte man das gelegentlich mal machen oder zu thematischen Sachen oder lässt man es einfach ganz, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, das ist ganz ehrlich alles, was mir gerade durch den Kopf geistert. Und wir werden einfach sehen. Ja. Aber erstmal nehmen wir euch mit. Also in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal sage?